So, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Und ja, unser Chris ist fast tot. Das wollen wir doch mal ein bisschen beheben, ne? Wir haben nachher noch ein bisschen Kumo-Milch. So, wir haben doch außerdem auch sowas wie Paraheiler, ne? Ah, habe ich doch eingekauft. Und weil ich vorhin gesehen habe, wir haben auch noch ein paar kleine Tränke. Kriegt er jetzt einfach auch noch ein. So, Neo bräuchte theoretisch noch ein bisschen Training. Na gut, packen wir den einfach mal nach vorne. Dann gehen wir mal weiter Richtung Siegestraße. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ein Entoron. Okay. So, dann machen wir erstmal einen Knirscher. Der Rest ist hier sowieso nicht effektiv. Okay, das Viech hält wieder ein bisschen mehr aus, als das man alles aussieht. Hättest du denn nicht gleich machen können, Neo? Ja, das ist ja auch egal. Und dann haben wir die Gilda besiegt. Hier kriegen wir einen Tauchball. Und da hinten war noch ein Trainer. Na komm, du kriegst auch einen Knirscher. Bei dem reicht's dann hoffentlich auch für einen Two-Hit. Volltreffer. Wenn er den gleich rausgehauen hätte, dann hätten wir uns den Whirlpool jetzt gespart. Naja. Wir haben auf jeden Fall Level 48. Und ein Pelipper kommt in den Kampf. Gut, Chris ist schon Level 50, aber egal. Einfach dann in der Siegestraße ein bisschen stecken lassen, dann. Und der ist sogar schon kurz vor Level 51. Der Funkensprung, die AP sind fast leer. Gut, dann gehen wir ein bisschen auf Donnerzahn. Unter dem Risiko, dass er daneben geht. Wenn man Telekaküfer damit auf jeden Fall auch gewonnen hätte, bei der Doppelschwäche. Das ist auch genug für einen Level-Up auf 51. 143 Angriff hat der Gute jetzt schon. Kommt zwar nicht an unseren Whitey ran, aber... Damit meine ich jetzt seinen Spezialangriff, aber egal. Unser Whitey ist ja da sowieso nochmal ein bisschen was Heftigeres. Sein 158 Spezialangriff hier. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, der Schutz hört erst dann auf zu wirken, wenn ich keinen mehr habe. Der Einzige, der das wirklich gut besiegen kann, ist Chris. Gut, Whitey könnte es zwar auch machen, aber Chris kann das einfach nochmal besser. Nassschweif. Gut, dass wir ihm seinen Angriff gesenkt haben. Wegen dem Levelunterschied, der mittlerweile sogar wieder relativ groß ist.
immer auch schneller. So. Oh, dann sind wir schon da. Pokémon-Liga. So, und für die Siegerstraße brauchen wir... ich meine, wir brauchen Stärke, Zertrümmerer und Kraxler. Das heißt, wir müssen unser VM-Opfer mitnehmen. Die Frage ist, wen lassen wir da? Also ich wäre dafür, dass wir einen von den beiden da unten da lassen. Da drin haben allerdings noch einige Leute so ein Zeug wie Garados, wenn ich mich nicht täusche. Ist die Frage, ob wir Garados auch ohne Luxtra tot kriegen. Also tot kriegen tun wir schon, aber wir tun uns schwer damit. Ich lasse Whitey einfach da. Der kriegt nochmal eine kurze Pause. Aber ich brauche Elektroattacken im Team. So. Die Siegestraße. Ich weiß jetzt gar nicht, wo kommt man da hin, wenn man hier runter geht. Beziehungsweise wo ist der Weg, wo es weitergeht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Trainer. Siegestraße ist zwar relativ linear, außer der Teil am Anfang, aber gut. Okay, ein Alpollo. Haben wir irgendwas Effektives dagegen? Nicht wirklich. Gut, dann halt mir da irgendwas. Ui. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich vermutet hätte. Na gut, Alpollo hat auch eine ziemlich beschissene Death. Ja, dann möchte ich wechseln. Und zwar möchte ich Nick hier reinholen. Und zwar machen wir hier eine Finsteraura. Sollte zwar nicht unbedingt für einen One-Hit reichen, aber... Oh, sogar fast. Der ist zumindest noch nicht effektiv. Gepriesen seien die ganzen Stahlresistenzen, die in Gen 4 alle noch vorhanden waren. Und ein Gardevoir kommt noch. Das können wir jetzt wieder mit Wendigo machen. Da haben wir eine effektive Attacke gegen, weil Gardevoir hat hier ja noch keinen Feen-Typ. Das ist ja noch reines Psycho-Pokémon, das heißt, wir haben hier noch eine Käferschwäche, auf die wir draufhauen können. Da Gardevoir in der physischen Def ebenfalls nicht sonderlich stark ist, reicht das auch für den One-Hit. Und auch fürs Level-Up. Plus 4 Verteidigung. 165. Nach vorne. TM41 Folterknecht. Gut, nichts, was wir jetzt wirklich brauchen würden. Was haben wir hier noch? Da ist nix. Und hier auch nix. Alles klar. Was haben wir gerade zum Thema Schutz gesagt? So. Hier noch, okay. Da unten holen wir uns auf jeden Fall erst das Item.
Opern vorne kann nicht allzu viel schief gehen. Silent ist ein Vogelfänger. Mit einem Nocturne. Ja, wunderbar. Nocturne hat eine übelst krasse Spätzdef. Aber auch die normale Def ist relativ stark. Naja gut, wir hauen einfach mal einen Feuersturm drauf und finishen nachher entweder mit dem Flammenrad oder im Nahkampf. Der wird nämlich jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Und noch mehr als gedacht. Ins Zimmer rein. Togetic. Ich möchte das Pokémon wechseln, ja. Togetic ist hier noch Normalflug. Und da das Viech keinen Evoliten hat, sollte man das Viech auch tot kriegen. Frage, ob jetzt ein Eisstrahl oder eine Kaskade effektiver ist, weil Eisstrahl ist zwar sehr effektiv, aber Togetic hat eine verdammt krasse Spätzdef. Dann dachte ich mir, dass er das überlebt. Nach wie vor Wupan vorne, auch wenn er nicht mehr ganz so viel KP hat. Können wir ja mit seinem Seegesang nach und nach wieder ein bisschen auffüllen, wenn wir dazu kommen. Ein Heiterer. Oh, das füllt die KP aber sowas von wieder auf. Das wird jetzt wirklich wehtun. Tschüss, Heiterer. Das überlebst du nicht. Hat so ein Heiterer auf Level 45. Ja, um die 300 könnten das sein. Das hat jetzt ordentlich was aufgefüllt. Ein Magnezone. Mit halbierter Spätzdef will ich da jetzt nicht drin bleiben. Das macht der Nick. Gut, die Spätzdef war noch nicht halbiert, die war durch 1,5 geteilt. Okay, du kriegst ein Erdbeben. Für unseren lieben Herrn Oberwachtmeister. Für unseren Nick. Ein Firnontor. Ach komm, da bleiben wir gleich drin. Du kriegst jetzt eine Aurasphäre. Dann hätte sich das auch erledigt. Zufällig ein Item. Hier, yep, Hammer. Ein Nugget. Nett. Können wir vor der Top 4 nochmal ein bisschen einkaufen gehen.
So, hier ist die Stelle, wo wir Zertrümmerer und Stärke brauchen. So. Das machen wir uns mal ein bisschen einfacher. Ups, ich wollte nicht vom Fahrrad untersteigen. So, hier müssen wir mit einem langsamen Fahrradgang drüber. Da bleibt ja nur einmal, zweimal und dreimal. Was anderes kann man hier gar nicht machen. Dich verkloppen auch noch. Ein Mantel. Super. Ist Neo genau der Richtige für. Mantel hat eine schwächere Spätzdef als physische Def, deswegen haben wir hier speziell drauf. Auch noch, ich habe hätte hier auch nichts ausgemacht. Ein Ramaidon, ja, da bleiben wir mit Neo doch gleich drin. Reicht's gerade nicht mehr fürs Level Up aus. Hier zufällig ein Item. Das scheint nur eine Abkürzung wieder nach oben zu sein. Ein Item. Nope, das heißt. Wir können das Ganze einfach so machen. Das ist ganz schön bulky. Und an dieser Stelle einen lieben Gruß an den kleinen Dirky. Gut, dass man da einmal wenigstens durchkommt. Und dann reicht's nicht. Einfach hoffen, dass wir nochmal durchkommen. Jawohl. Neo lässt sich nicht von sowas komischem wie Liebe ablenken. Ein Shelterra. Ja, da bleibe ich drin. Ein Shelterra hat da so eine wunderschöne Doppelschwäche gegen Eis.
jetzt erfahren. Henning. Rennstaraptor. Der Raptor ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Ich bezweifle, dass das jetzt ausreicht für einen One-Hit. Ja, dachte ich mir fast. Doppelteam. Hör auf damit. Ein Schlurpleck. Ja, jetzt möchte ich das Pokémon wechseln. Und zwar will ich hier Pokémon reinschicken. Weil der will sich noch ein bisschen weiter vollheilen. Meines Wissens auch relativ viele KP. Zwar jetzt nicht so viel wie ein Hightira, weil so viel kann man gar nicht haben. Ja, das war auch wieder ordentlich. So. Weil wir den Teil da hinten allerdings jetzt nicht weglassen wollen. Schieben wir den Felsen hier jetzt nochmal so. Ups, wir waren schon auf dem Beutel. So. Okay, da bleibt dir nichts anderes übrig, als den so zu verschieben. Dann müssen wir hier zertrümmern. Dann so verschieben. So. Das machen wir alles auf dem Rückweg, würde ich mal sagen. Wir sind von Neo und Wendigo. Machen wir Nick und Wendigo draus, dann fühle ich mich da ein bisschen sicherer. Okay, wie machen wir das? Ich wäre fast dafür, erstmal eine Aurasphäre auf das Staraptor zu machen und du buddelst dich erstmal ein, damit du der Attacke von... Bei fuck, das ist Level 50, da bin ich nicht mal schneller. Okay, anderer Plan, wir machen Aurasphäre da drauf. Wendigo, du gehst mal schnell zurück und holst... Wir holen Chris hier rein. Dass die beide bedrohen. Ich glaube, Ambidiffle ist eh noch schneller als Nick. Staraptor müsste das auch sein. Oder auch nicht. Ich kenne Ambidiffle eigentlich nur als ziemlich schnell. Mit Base und 115, also Lucario müsste da eigentlich deutlich langsamer sein. Vor allem, weil wir jetzt nicht mal einen Levelvorteil haben. Sogar reichen, um ihn K.O. zu setzen. Tut's aber zum Glück nicht. So. Aurasphäre auf Staraptor. Funkensprung auf Staraptor. Nach gedroppter Death könnte die Aurasphäre vielleicht sogar ausreichen. Ja, gut, wegen dem Bedroher haben wir das überlebt, stimmt ja. Einen kleinen Trank hinterher, wenn wir mit den Betten sowieso nicht mehr wirklich so viel sinnvolle Sachen machen können. Und mit die Einstellung nicht. Okay. So, das heißt.
M71 Steinkante. Ui. Wer kann die denn lernen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wupan und Nick könnten's. Na gut. So, und hier. Hopp, 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 hopp. Und hier noch eine Top-Genesung. Wir sind schon bei 26 Minuten. Ja, dann lasse ich den Koto hier jetzt an dieser Stelle raus und wir sehen uns dann beim wahrscheinlich so, ja, beim übernächsten Mal, denke ich mal. Koto wird die Siegestraße jetzt fertig machen und dann werden wir in der übernächsten Folge dann wieder zusammen da sein. Also, wir sehen uns dann beim übernächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!